Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier in Battlefield. Oh, Scheiße, ich bin gehittet. Oh, ich bin tot. Tot. Alter. Ernst. In Battlefield 4 wollte ich sagen. Oh, bitte. Mit dabei der DJ. Jo, bitte. Bitte. Ich will sterben. Wir haben in der letzten Folge haben wir gesehen, wie so ein paar Hacker durchgedreht sind. Ich glaube, der ist ganz gut, der Heli. Wann kann man nochmal die Waffe tauschen? Ich kann aber so nur mit einem Raketenwerfer und dich ein bisschen reparieren. Rollen? Rollen? Was ist denn Rollen? Achso, nee. Das will ich nicht. Also ich kann dich jetzt so mit dem, nur mit einem Raketenwerfer ein bisschen unterstützen. Und reparieren. Jo. Ja, erstmal gucken, ob ich hier irgendwas geschissen bekomme gerade. Weiß nämlich gerade überhaupt nicht, wie man die Dinger. Boah, da unten sind welche. Dann drauf die töten. Oh, bitte. Oh, scheiße. Ich steig aus. Ich bin auch weg. Oh, ja. Oh! Hast du ein Medikit dabei? Ja, aber ich bin fast tot. Da liegt er irgendwo. Egal, das ist total verpackt rein. Das ist total reingepackt gewesen in dem Holzdingens da. Ja. Ach, nicht in dem Holz, sondern in dem Felsen da. Da ist ein feindlicher Helikopter, südlich von dir. Ja, ich stehe mit einem Helikopter, ey. Alter. Oh, wo? Von wo denn? Was macht der mit dem Luftkissenboot hier? Ja. Ist er gestrandet? Der ist gestrandet, jo. Geil. Jo, das ist wieder Capture the Flag, ne? So muss ganz normal, alter Spielmodus läuft. Oh, und die Runde ist schon wieder gleich vorbei. Ja geil, das war's dann schon wieder, Leute. Ja, sorry, war eine kurze Folge. Oh nee, ich will nicht sterben. Oh, jo, das war eine sehr kurze Folge. Nein. Geht gleich weiter. Bis dahin. Jo, da sind wir wieder. Neue Runde, neues Glück. Oh, ausgestiegen. So, weiter. Also das Fahren, das geht auch nicht. Drück mal die Shift-Taste, dann kommst du mal ein bisschen in den Quark. Ja, klar, ich habe gerade was gesucht. Eigentlich war bei mir immer... Ich hab doch eine Taste, da konnte ich das... Ah, da war der Schussmodus. F war das, okay. Alles gut, den habe ich nur gesucht. Wir gehen direkt auf Angriff. Du hast aber gerade ein Ziel markiert, ne? Ja, das, ich habe alle Tasten mal durchgedrückt. Ja, dann drück mal Q auf A. Wenn du nach A fährst. Visiert das Einsatzziel an. Wenn wir so weit kommen, dann ja. Ja, ja, schaffen wir schon. Ey, pass mal auf. Ich aber die Map kenne ich auch nicht, ne? Die bin ich auch noch nicht. Oh, ja, das war vielleicht blöd auch. Hab ich den? Nee, eher nicht, ne? So, weiter geht's hier. Ah, Heli ist tot, Heli ist weg. Fliegt doch irgendwas, Alter. Was ist denn das? Das ist unser. Was ist das denn für. Das schießt auf uns, das Ding. Ja, aber was ist das? Wo ist das denn? Ich sehe das gar nicht. Ach, da oben. Lol, da kann ich, komm ich gar nicht. Ja, hin. Ist weg. Das macht doch irgendwie keinen Schaden. Ich hab's ja auch runtergeschossen. Komm, markier mal C. Schnell C markieren, kriegen wir noch Squad-Punkte. Ja, warte. Greift das Einsatzziel an. Denk mal, wenn, dann greifen die von hinten an, oder? Nö, ich kann ja rund umdrehen. Und dann ist hier gerade gestorben. Oh, hinter uns, hinter uns. Oh ja. Oh oh. Raus hier, raus hier, raus hier! Ja, raus. Ja, tot. Nice! Leute, wieder richtig. Du bist tot, ne? Ja, ja, ich bin tot. Spawn mal bei dir. Ja, ich bin bei dir gespawnt. Aua! Wo ist er? Keine Ahnung. Nice, der ist tot. Ist auch tot. Sehr okay. Gut. Jetzt haben wir nur kein Fahrbahn und das ist mir. Ja, da kommt schon wieder. Okay, markier mal A. Na, ja, warte, warte, warte. Ja, lass uns mal hier durchlaufen. Ich kenne das hier nicht, aber. Scheiße! Sieht gut aus. Fuck, Alter! Hast du ein Medikit? Ja, komm, 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 komm!
Egal, ich hol dich. Heli oben. Vielleicht keine gute, der Heli ist oben. Egal, scheiß auf den. Komm hier rein. Oh. Keine Ahnung, wo es hier lang geht, aber einfach mitkommen. Lass nochmal ein Medikit fahren. Nee, brauche ich nicht mehr. Spät. Weißt du, an was mich die Karte so ein bisschen erinnert, vom Aufbau her? Was ist das denn? Wie der eine Planet in Star Wars. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ah ja, das könnte sein, ne? Dieser weiße Planet, wo dann auch in dem Film diese... Oh, lol, tot. Scheiße, der weg. Wo dann auch in dem Film diese ganz, ganz großen ATs kamen. Wie hieß der? Host oder so. Nee, Hoff, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall richtig geile, richtig... Das habe ich damals in Battlefront immer gesuchtet. Ganz probiert schon. Bin safe. Ja, zu spät. Ich bin gerade woanders gespawnt. Ich dachte, hier ist einer, aber... Ich glaube, hier ist keiner. Hier ist nur der Heli. Ja, wo geht's denn lang, Alter? Ja, muss ich mich jetzt selber töten lassen, oder was? Keine Ahnung. Was für eine komische Gruppe, Alter. Wo bist du denn eigentlich? Scheiße, tot. Naja, so viel haben wir ja noch nicht gemacht, nur ein bisschen eingenommen, ne? Mein erster Kill. Oh, Language, only French or English. Na, siehst du mal. No. So, wo bist also du? Doch ein spanischer Server. Französisch. Pass auf, da unten liegt einer, der wirft gerade eine Granate. Noch eine. Ey, warum hat das gerade so gelaggt? Ach ja, ich bin tot, ne? Ja, ich bin auch tot. Warum hat das gerade so gelaggt? Ne, bei mir nicht. Also das ist gerade richtig gelaggt hier. Es laggt immer noch. Ah, wir haben das hier. Oh, was ist das denn? Ein Kampfpanzer-Prototyp. Ach, das ist dieser Schwebepanzer. Jo. Und wie steuert man den? Oh, scheiße. Du drehen kannst du nicht. Du musst mit so. WASD und so weiter. Über große Sachen fliegen so. Jo. Aber hier runter jetzt, oder? Jo. Markier mal A, hast du schon. Ja, einfach mal nach A. Ist noch ein bisschen auf der Kamera. Oh, der haut aber gut rein, du. Der ist weg. Warum ist denn der weg? Wo ist denn der hin? Ich glaube, der ist tot. Oder weg, der hat sich weggeportet. Der hat sich weggeportet. Nee, da will ich nicht mehr sein. Und dann so, tschüss. Alter, da fliegt man aber echt komisch mit, du. Ja, das ist aber gewöhnungsbedürftig. Oh, lol. Was machst du, Alter? Der Junge, das dreht sich. Ey, wo ist der verdammte Wichser mit dem Raketenwerfer? Mein Spiel ist ja auch gar nicht. Echt? Ja, ja. Battlefield 4 funktioniert nicht mehr. Super! Herzlichen Glückwunsch! Ich hab den kleinen Wichser noch erledigt, der uns auf uns mit dem Raketenwerfer geballert hat. Klasse, EA! Fügt bitte noch mehr Fahrzeuge ein, die zum Crash führen. Geil! Ich habe den feindlichen Panzerjäger östlich von dir gesichtet. Wir haben die Kontrolle über jetzt schon ab. Fuck. Fuck, Alter. Sieh zu, dass du schnell wieder reinkommst. Jo, Freund wird beigetreten. Anmelden. Mama. Ja, wir haben auch die Verbindung zum Teamspeak verloren. Jetzt ist aber richtig scheiße am Laufen, ne? Das heißt, ich melde mich gleich wieder. Bis dahin, ciao. Oh, da sind wir wieder. Der DJ hat sich in der Zwischenzeit mal ein Brötchen geholt. Ja, aber schon fast fertig. Und wir nehmen jetzt die kleine Runde noch fertig auf, weil ich muss ja auch noch einkaufen, ne?
Übrigens habe ich gerade jetzt zum Verliererteam gewechselt, also nicht wundern. Weil ist ja unser Teamspeak abgeschissen. War der Meinung, er müsste nicht mehr. Teamspeak war down und dann hatte ich diese scheiß Flood Prevention drauf beim Teamspeak, also weil ich auf Thomas sein Teamspeak gehen wollte und Teamspeak dann meinte, nein, du connectest zu schnell. Und da musste ich mal eben einen serbischen VPN anmachen. Das heißt, ich spiele jetzt gerade aus Belgrad heraus. Ich mache gerade Kurzurlaub. Aber Leute, das macht nichts, weil müsste eigentlich ein so guter VPN sein, dass ich das auch problemlos kann. Also ich habe jetzt zumindest keine Lags. Na, ich habe auch keine Lags. Ich nehme hier gerade übrigens mit 120 FPS auf, Leute, also das ist übrigens hoch. Detaileinstellung Ultra, wenn man das so will. Aber es gibt eh keinen Unterschied mehr zwischen Hoch und Ultra. Das siehst du nicht. Keine Ahnung. Das siehst du einfach nicht mehr. Ja, geh doch, steh mit deinem scheiß Panzer, Alter. Ihr könnt alle nur im Panzer schießen, ihr verdammten Wichser. So, was haben wir denn? Wo bist du denn? Oh, es gibt schon wieder einen neuen Kommentar. Bin ich genau richtig gechoilt. So ist es. Ja, sicher! Was ist los? Hat's dich umgehauen? Das hat mich gerade so richtig weggehauen, ey. So richtig weggehauen! Bin tot! Ja, du auch! Geil! Jetzt sind sie alle tot! Super! Bist du jetzt ausgestiegen oder nicht? Was? Ja, der Pilot hier. Also ne, für mich müssen wir gleich nicht mehr aufnehmen. Ich habe jetzt auch eigentlich gar keinen Bock aufzunehmen. Ja, ist okay. Dann kannst du auch schneller noch einkaufen. Einen zu dem kaufen. Da, ich muss ja leider noch einkaufen. Ja, so ist das, ne? Wenn man nicht bei Hotel Mama wohnt, dann ist das nicht so, dass samstags oder freitags die Eltern einkaufen gehen. Dann muss man das selbst machen. Versteht ihr? Ah ja, das ist interessant. Ja, man muss immer dann selber einkaufen gehen und naja, was soll's, ne? Hey, warum rollt mein Wagen einfach, wenn da keiner mehr drin ist? Wo bist du denn? Na, ich bin gleich tot. Scheiße, bist du? Ich bin jetzt bei dir drin. Ja, aber hier umkreist mich schon die ganze Zeit so ein Heli, Alter. Er hat mich schon einmal getroffen. Weil einer steigt aus. Okay. Was ist denn da los bei dem? Was ist denn da los bei dem? Panzer fahren. So, das hätten wir ja oben. Ja, sicher, fahr mir rein, du kleiner Füchse, echt, ey. Ja, auf noch irgendwo anders hin, ne? Ja, würde ich sagen, wa? Ist aber eisig hier. Bisschen. Heli! Ja, das sind jetzt zwei. Gegen den einen war schon ein bisschen blöd anzukommen, aber gegen den zweiten. Wobei der zweite der kann ist nicht ausgestiegen, schießen. Der ist ausgestiegen, der Wichser. Ja, warte, warte, bleib stehen. Der tot? Ja, sieht so aus. Was, sonst hätte ich gesagt, so auf und drauf. Boah! Oh, was? Alter, wie kommt der an der Panzer ran? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Den habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, du. Ich auch nicht. Ach, Mann. Warum erst mal was man denn nur? Warum? Erstmal eine warum? Cola-Flasche aufmachen hier. Oh, Product Placement. Ja. Leute, ihr könnt das vergessen. Ich habe aufgehört, Bier zu trinken. Echt? Mhm. Warum? Trinken immer so viel.
Das ist an sich eine gute Sache. Darf ihn nicht mehr. Aber ich glaube, Cola ist auch keine ganz so gute Alternative zu. Auch nicht, nee, nee, wirklich. Aber immer noch besser als Bier, wa? Ey, dich krieg ich, du kleiner Wichser. Dich krieg ich. Du schlappe Schwanz. Einer. Ey, du Arsch! Hm. Soll das, hä? Auch noch eine gute KD, ey. Guck mal, ich glaube, wir sind hier in Russland. Alter, was habe ich denn? Ey, jetzt mache ich die Konsole auf hier. Wieso mache ich jetzt die Konsole auf? Keine Ahnung. Oh, 7 zu 10, ja, es geht ja noch. Die KD ist ja noch in Ordnung. Oh, hier schießt was. Holt mal einer den Heli da oben runter? Der könnte mir sonst nämlich gleich ein bisschen wehtun. Hast du das gehört in den Medien, so mit Putin und so? Ja, ja. Alles abgeht. Irgendwie feiere ich den Mann, ne? Ich weiß auch nicht. Ja gut, aber der tut jetzt Deutschland nicht unbedingt ganz gut. Deutschland tut sich selber nicht gut, das ist das Ding. Deutschland ist selber schuld, weil Deutschland zumindest nach außen hin eine Kooperation mit USA vorgaukelt. Das ist das Problem. Nicht Putin ist unser Problem, sondern die USA. Das ist tatsächlich ein Problem. Guck mal, ich find Putin irgendwie, weiß ich nicht. Der Mann steht zu seinen Sachen und bringt die auch durch. Komme, was wolle. Das finde ich gut, Alter, weil... Guck mal, es gibt so viele Politiker, gerade die ganzen diese Männer, die Länder regieren, ja, oder auch bei uns die Merkel. Die stehen für überhaupt nichts gerade, Alter. Die ändern irgendwelche Scheiße, ja. Machen irgendeine Kacke, Alter, sind im Endeffekt nur wie heißt's hier? Marionetten von irgendwelchen größeren Mächten, ja. Und Putin stellt sich dagegen, so. Er sagt so, nee, fickt euch, so. Und ich finde es auch krass, ich habe letztens gelesen, er will exklusive Beweise veröffentlichen, dass 9/11 wirklich ein Inside-Job war. Ich finde es geil, Alter. Damit endlich mal die ganze Welt sieht, dass es so war. Ich wusste schon lange, dass es ein Inside-Job ist. Ich war nicht einer, der geglaubt hat, so, ja, 9/11 ist schlimm. Da haben irgendwelche Terroristen da auf das World Trade Center geschossen oder die Flugzeuge geschickt. Ein Scheiß. Alles Amerika. Oh ja, das kann durchaus möglich sein, ne? Weißt du, mit so jemand verbündet sich die Merkel. Die Angie! Das ist aber mal ganz im Ernst, Leute. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare unten runterschreiben. Ey, was war das denn? Ist schon wieder so ein kleiner Wichser mit C4, ey. Wie die Angie. Nee, aber mal im Ernst, Leute. Schreibt das unten in die Kommentare rein, was ihr von dieser Bundeskanzlerin, der Angela, der Angie meint. Ob die mal langsam abgesetzt werden soll oder nicht. Natürlich sollte die abgesetzt werden. Das ist die größte Fotze, die auf der ganzen Welt noch rumlaufen kann. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sagen muss, weil wirklich, sie hat Deutschland mehr Schaden gebracht als Nutzen. Und solange die an der Macht ist, ich erinnere nur daran an die Abwrackprämie mit den Autos. Vor, wie lange ist das jetzt her? 4 Jahre? Lange. Ja, nur länger, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, ich glaube 4 Jahre oder so. Oder 4, 5, 6, nee, 4 Jahre. Die hat sich erst neu gewählt worden. 4, 5 Jahre so ungefähr. Kommt ihr mit der Abwrackprämie daher und meint es so der Richtung, geil, ja, ihr könnt jetzt ein altes Auto verkaufen und ihr kriegt dann 2000 Euro von dem Städt und ihr könnt ein neues Auto kaufen. So, sie hat in dem Jahr zwar die Wirtschaft angekurbelt, was den Automarkt betrifft, ja, aber danach das Jahr war für den Arsch, das Jahr davor war dann für den Arsch. Nein, man muss auch einfach mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Klar, es ist schön, die Wirtschaft anzukurbeln, aber doch nicht auf Kosten des gesamten Staates, oder? Man kann doch nicht den gesamten Staat verschulden, nur um die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, ja, vor allem Dingen, weil das Geld ist nie wieder reingeholt worden, ne? Ach, natürlich. Dann kam ja die Nummer mit der Afra-Prämie. Ah, nicht mit der Afra-Prämie, sondern mit diesem komischen Scheiß EU-Plakette da, ne? Ja, das ist der größte Geldmacherei gewesen. EU-Plakette, ganz im Ernst. Also ich habe mir gedacht, es kann nicht angehen.
Du hast so eine Karre, die du wirtschaftlich zu Ende fahren willst. Ja. Und das Ende von dem Scheißlied ist. Nö! Also, dann nehmen wir uns mal in die große Städte rein. Wenn darfst du nicht! Ist nicht! Besonders, du musst dir auch einfach mal überlegen, ich habe mir das letzte Mal so ungefähr durchgerechnet. Die hat ja damals nur 5. Nee, geht weiter. Ja. Okay. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Autos damals diese Plakette gekauft haben, dann ist das also mindestens ein dreistelliger Millionenbetrag, den die Bundesregierung im Endeffekt für nichts eingenommen hat. Ja, ja. Das ist dasselbe, als wenn jeder Deutsche hingeht und mir 5 Euro geben würde. Ja, dann könntet ihr so ungefähr, könntet ihr euch das auch umrechnen, dann wäre ich auch Multimillionär, obwohl im Prinzip ja jeder nur 1 Euro oder 5 Euro gegeben hat. Das ist Wahnsinn. Also, aber jetzt nochmal um auf die Geschichte. Ich finde die Merkel noch nicht mal das Problem, sondern ich kann dir sagen, wer das Problem ist. Das Problem ist, und erstens die unsere Vergangenheit, ja, weswegen auch als Beispiel die Merkel, weil die selber aus dem Osten kommt, einfach viel zu viel Schiss hat, da irgendwie rechtes Gedankengut. Ja, vor allem Dingen, man darf ja eins an der ganzen Scheiße nicht vergessen, ne? Eine Sache darf man nicht vergessen. Die Angie kam aus dem Osten, ja, und war ehemalige Stasi-Mitarbeiterin. Das wird ja so ein bisschen totgeschwiegen. Oh, ich steig aus. Ja, nein, aber das meine ich nicht, sondern ich meine, erstens ist unsere Vergangenheit das Problem, DDR und auch ne, Drittes Reich. Das sind unsere Probleme, weil wenn so jemand wie die Merkel jetzt zum Beispiel ganz strikt irgendwelche Gesetze einführen würde oder ganz strikt irgendwas sagen würde, dann würde sofort wieder gesagt werden, ja, typisch Deutschland, dieses scheiß Naziland etc. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, und das haben wir auf der ganzen Welt, ist einfach Amerika. Früher war es der Bush, der das Problem war, heute ist es Obama. Es ist einfach das Problem, weil die USA hat leider Gottes eine viel zu krasse Macht. Aber genauso ist die USA auch genau das Problem, weswegen überhaupt auf der gesamten Welt überhaupt so viel passiert, Alter. Aber na gut, ich meine, das werden die Leute, die so ein bisschen so die Verschwörungstheoretiker von euch sind, die werden das schon verstanden haben, was ich damit sagen will. Die Leute, die na, wieder nur nach Medien wie Bild und RTL.de handeln, die werden auch nach wie vor sagen, dass 9/11 kein Inside-Job war. Und dass das eine schlimme Sache war. Natürlich war es eine schlimme Sache, aber ich finde es eher schlimm als Staat, da irgendwie 6000 Opfer zu, 6000 Menschen zu opfern, anstatt jetzt, keine Ahnung, also ihr solltet euch darüber mal Gedanken machen. Die Indizien sind, die sind einfach zu krass. Es ist einfach eindeutig, dass das ein Inside-Job war. Ja. Man könnte das meinen, dass es irgendwie arrangiert worden ist. Könnte man wirklich meinen. Oder, ich meine, gut, es ist ja kein Geheimnis. Die Flieger sind ja tatsächlich in das Gebäude reingeflogen. Da machen wir uns nichts vor. Nein, darüber wird auch spekuliert. Es gibt zum Beispiel auf YouTube Videos, bei denen, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Theorien. Eine davon, die finde ich auch sehr, futuristic, aber die finde ich zumindest interessant, weil die Beweise dort auch eigentlich öffentlich sind. Es gibt Videos auf YouTube, da siehst du gar keine Flugzeuge. Da siehst du keine Flugzeuge. Es gibt keine Flugzeuge auf diesen Videos. Du siehst aber, wie NBC zum Beispiel oder diese ganzen großen Nachrichtenmacher die Flugzeuge nachträglich reinretuschiert haben. Ja gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, ne? Du siehst sogar, dass diese Flugzeuge, wenn du ganz genau drauf achtest und du hast ein bisschen Ahnung von 3D-Objekten und so, dann siehst du sogar, wie diese Flugzeuge für die damalige Zeit, war die Technik noch nicht so weit, sehr, sehr schlecht sogar reingemacht worden sind. Du siehst das. Das ist Wahnsinn. Gut, ich weiß jetzt nicht, ich finde, da liegen nur die Beweise auch relativ eindeutig auf. Mir ist im Endeffekt auch egal, wie das passiert ist. Fakt ist, es ist ein Inside-Job. Und wie gesagt, wer das immer noch nicht wahrhaben will und wer immer noch sagt, ja, aber schlimm, dass damals da irgendwelche Islamisten da oder Terroristen einen Angriff gemacht haben, die sollten, also so Leute, weiß ich nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Also das sind ja Spekulationen, ne? Man weiß es nicht genau. Ein Inside-Job war jetzt mittlerweile ein Beweis. Das wurde offiziell so aufgedeckt. Das ist offiziell. Oh, come on. Immer dieses C4, Mann. Aber immer der gleiche. Wo kommt der immer mit seinem scheiß C4 her, bitte? So, jetzt fahr ich mal mit dem Fahrzeug. Thomas, das Problem an diesen
ich sag's mal, Verschwörungstheoretikern ist nicht das Problem, dass sich diese Geschichten zu krank anhören oder so, sondern das Problem ist einfach, dass die Geschichten für die Menschen, die es nicht glauben wollen, dass die Geschichten für die zu krank sind, weil die einfach die Augen vor der Wahrheit verschließen, weißt du? Die sagen sich, nein, sowas Schlimmes kann doch auf unserer Welt nicht passieren. Das ist doch absolut aus dem Boden, aus der Luft gegriffen, dass ein eigenes Land 6000 Menschen opfert. Aber schauen wir doch mal einfach mal die Indizien, schauen wir doch mal einfach die Tatsache, dass jeden Tag mehrere Menschen zum Beispiel vergewaltigt werden oder Kinder missbraucht werden von irgendwelchen Pädophilen. Die Welt ist scheiße und macht euch nichts vor, Leute, das war ein Inside-Job, genauso wie vieles, was von Amerika kam, nicht gut war. Fragt euch alleine mal die Sache mit der Area 51. Warum da sowas über Jahrzehnte, fast schon ein Jahrhundert, wenn du jetzt mal weiterdenkst, die der nächsten paar Jahrzehnte, warum das immer noch ein komplett abgesperrter Bereich ist und kein Mensch irgendwelche Auskünfte darüber hat? Ja. Meint ihr, die pflanzen da irgendwelche seltenen Pflanzen an? Ja, natürlich nicht. Das ist einfach die Wahrheit, Mann. USA ist einfach das schlimmste Land, was es gibt. Wobei es gleichzeitig auch eins der schönsten ist, wenn man sich ich will jetzt nicht irgendwie über Amerika haten oder so, aber ich finde USA gerade von der Kultur her ein sehr, sehr, sehr cooles Land. Also die Kultur dort ist sehr, sehr cool. Die geile Autos, Alter. Ja, und die Menschen sind halt auch einfach viel gechillter drauf dort. Also, aber die Regierung ist die größte Drecksregierung, die es gibt. Die ist noch viel schlimmer als hier. Nee, das... Also... Doch. Natürlich ist die schlimmer. Also wir haben zwar hier Probleme in Deutschland. Unter anderem mit unserer... Angie! Wir haben Probleme hier, aber ich finde, Amerika ist immer noch schlimmer. Überleg dir doch allein die Tatsache, dass die kein Sozialsystem haben, weil es nun mal einfach kein sozial gestärkter Staat ist. Guck dir an, du hast keine Krankenversicherung, weil du es dir vielleicht nicht leisten kannst. Du gehst ins Krankenhaus und sagst, oh, mir geht's so scheiße, ich glaube, ich... Oder sag, du hast einen Herzinfarkt, Alter, die würden dir nicht helfen, weil du keine Krankenversicherung hast. What the fuck, richtig. Du würdest alles nicht kapieren. Die würden dich eiskalt da verrecken lassen, das ist richtig. In Deutschland ist es eher so, da kriegst du selbst, wenn du hier noch nicht mal geboren bist, kriegst du alles in den Arsch gesteckt. Jetzt, um das mal wieder ein bisschen zu krass. Ah, ja, das ist jetzt aber nicht sagen, nur in Deutschland so, sondern in jedem Sozialstaat, ne? Nein, das ist so nur in Deutschland. Es gibt keinen anderen Sozialstaat, in dem jeder, der hier rein möchte, auch reinkommt, wenn er ein bisschen was zu erzählen hat, ja. Du brauchst ja nur sagen, ja, in meinem Land wurde ich gejagt, so zack, bist du hier, kriegst du sofort irgendwelche Eingliederungsgelder von mehreren tausend Euro, kriegst sofort Hartz IV, irgendein Asylantengeld. Also Leute, klar, versteht mich nicht falsch, es ist wichtig, diesen Menschen, die wirklich in Kriegsländer sind und so, zu helfen, aber... Warum machen wir es nicht so wie Frankreich? Die sagen öffentlich, nein, wir haben keinen Platz für diese Menschen. Wir haben hier in Deutschland auch keinen Platz. Mach die Augen da nicht zu. Wir haben hier keinen Platz. Die Großstädte, die quirlen jetzt schon vor Menschen um. Es werden alte Deutsche, also generell alte Menschen, ich will jetzt nicht immer Deutsch oder Ausländer sagen, weil das hört sich immer so, als wenn man das in zwei verschiedene Kategorien einteilt. Hast du gesehen, der wird schon wieder zu viel in der Wichser. Es werden alte Menschen aus Häusern verwiesen, damit ja, dort das fände ich ja sowieso eine Frechheit. Das finde ich ja sowieso eine Frechheit. Irgend so eine Gewerkschaft hat ja dann, das habe ich nur am Rande mitgekriegt, als ich da unterwegs war beruflich. Aber das finde ich echt eine Frechheit. Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Ältere Leute sollen ihre großen Wohnungen verlassen. Ältere deutsche Steuerzahler sollen ihre großen Wohnungen verlassen, damit junge Familien oder so weiter und so fort in diesen Wohnungen einziehen können. Und diese älteren Leute, die sollen dann halt in der kleineren Bude reingehen. Jetzt mal ernsthaft. Wenn ich jetzt 80 Jahre mal locht habe. Ja. Du hast 80 Jahre. Weltkrieg miterlebt. Oder 60 Jahre, reicht ja auch schon. 60 Jahre mal locht habe, 60 Jahre Steuern bezahlt habe, für nichts eigentlich in dem Sinne. Und dann wirst du doch aus deiner eigenen Bude, was womöglich sogar noch Eigenheim ist, rausgeschmissen. Ja. Oh, scheiße. Also da packe ich mich doch auf den Kopf. Wer kann auf so eine blöde, beschissene Idee kommen? Nur Deutschland. Diesen komischen Typen, der diese Scheiße da... Erstmal, wieso schießt der auf uns? Überlegt hat, ne? Ey, der gehört doch normalerweise abgestraft für. Ja, guck, das ist das Problem. Warum macht man das? Man macht das jetzt nicht, weil man den Menschen was Gutes will oder weil wir ein zu krasses Sozialsystem haben, sondern wir machen das nur deswegen, wir nehmen hier jeden auf von den Leuten, die flüchten,
Wir nehmen hier nur jeden auf. Warum? Weil wenn wir jemanden ablehnen würden, würde nämlich sofort von deren Richtung auskommen, ja, ist ja klar, dass das Naziland Deutschland jemanden wie uns abweist. Deswegen nehmen wir hier jeden auf. Ich würde das noch nicht mal so sehen, ob das jetzt wirklich von unserem Naziland Deutschland kommt. De facto ist es, wir nehmen verdammt viele Flüchtlinge auf in letzter Zeit. NRW ist ja fast quasi am explodieren. Kein weiteres, Bundesland nimmt so viele Flüchtlinge auf wie Nordrhein-Westfalen. Wir wissen nicht mehr, wohin damit. Ist eine traurige Sache, warum sie überhaupt flüchten mussten. Ja? Aber dann sollte man das vielleicht nicht unbedingt auf La Palin oder sowas festmachen, sondern auf irgendwie Glasgarn Klamotten, ne? Wenn da jetzt irgendwo Krieg war oder sowas, verstehe ich das noch, ne? Ja, aber selbst dann muss man einfach, wenn man, wenn das Land voll ist, sagen, nein, wir sind voll. Du kannst auch nicht, wenn der Bus voll ist, noch sagen, ja komm, aber quetscht euch mal alle so eng aneinander, dass ihr keinen Platz mehr bekommt. Geht ja, nee. Da erinnert mich wieder an Gamescom. Gamescom 2014, war da wieder los, war ich. Ja, gut. Es ist Deutsche Bahn, ist auch wieder deutsch. Ja, ja. Aber es gibt noch eine viel schlimmere Sache, möchte ich noch kurz sagen. Lest euch mal bitte Berichte durch, Leute, falls ihr jetzt denkt, so, was labern die für einen Scheiß. Lest euch mal bitte ein paar Berichte durch in den Medien, wie die Flüchtlinge mit ihren Flüchtlingslagern umgehen. Da sind Häuser, die werden für die neu saniert, renoviert. Die sind, wenn die da wohnen... Die sind teilweise sogar in Hotels drin. Aber wir müssen es kurz machen. Wir haben nur noch 37 Sekunden. Die wissen nicht, wie man eine Toilette benutzt. Die verschmutzen alles. Die hauen Scheiben ein. Die reißen die Tapete ab. Leute, solche Menschen brauchen wir hier nicht. Punkt aus. Es ist mir scheißegal, ob die von irgendeinem Krieg kommen oder nicht. Wenn Leute hier nach Deutschland kommen, dann müssen die sich auch hier an die deutschen Gesetze und an auch die deutschen Sachen halten. Ja, und sich auch hier integrieren. Und dazu zähle ich auch, dass man weiß, wie man, dass man nicht die ganze Wohnung voll scheißt. Dass man da nicht alle Glasscheiben kaputt macht. Dass man nicht das, was man geschenkt bekommt, gestellt bekommt, was schon eine Gabe ist, dass man das mit Füßen tritt. So, jetzt muss man leider abbrechen. Aus. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich habe bei eben 140.000 Punkte gemacht. Ich sage, haut rein, bleibt da geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Jetzt.